Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin heute auf dem Weg zu Gamescom, nicht ganz ohne Grund. Heute wird nämlich Planet Coaster 2 spielbar sein, beziehungsweise die ganze Woche ja schon auf der Gamescom. Das werden wir uns heute mal anschauen, ich freue mich auf jeden Fall. Letztes Mal ganz lustig war ich auf der Gamescom 2019, da wurde Planet Zoo auch von Frontier Developments vorgestellt, also passt auf jeden Fall ganz gut. Jetzt bin ich aber gerade noch am Bahnhof, warte auf den Zug, der hat angeblich 40 Minuten Verspätung, da freue ich mich dann auf jeden Fall schon mal, aber egal, jetzt geht's gleich zu Gamescom und gleich sehen wir noch Jonas, Luis und Leon, die sind aber schon da, beziehungsweise Jonas noch nicht. Aber Leon und Luis schon, die haben nämlich einen Zug früher genommen. Dafür wollte ich aber einfach nicht früh genug aufstehen. Wir haben es nämlich jetzt 7.46 Uhr. Hätte ich um 6 Uhr aufstehen müssen, da hätte ich jetzt keinen Bock drauf gehabt. Aber jetzt, wie gesagt, ab zu Gamescom mit hoffentlich nicht ganz so viel Verspätung. Wir sind jetzt hier schon mal beim Eingang auf der Gamescom. Jonas habe ich schon mal getroffen, wir sind ja mit der Bahn gefahren. Ja. Die hatte wirklich 40 Minuten Verspätung. Und jetzt suchen wir mal Leon und Luis, mal gucken, wo die sind. Wir haben uns jetzt gerade erstmal unsere Bändchen abgeholt, dass wir auch Spiele spielen können. Und jetzt geht es natürlich erstmal zu Planet Coaster 2. Da brauchen wir eigentlich kein Bändchen, aber trotzdem suchen wir das jetzt erstmal. Eigentlich soll das ja nicht ganz so schwierig sein zu finden. Hier in Halle 10.2, glaube ich, mit einer roten Schiene. Wir suchen es jetzt auf jeden Fall mal. 10.2 war doch nicht die richtige Halle, die ich in Erinnerung hatte, sondern 10.1 ist es. Und da gehen wir jetzt mal hin. Wir haben jetzt erstmal Leon und Luis getroffen. Hallo. Spielt jetzt auch noch mal mit? Nee, keine Ahnung. Nee, okay. Dann gehen wir jetzt erstmal nur alleine zu Planet Coaster. Wo ist die Schlange? Hier vorne? Also ein bisschen auf jeden Fall, aber egal. Jetzt spielen wir endlich mal Planet Coaster 2. Bist du hyped? Ja, mega. Wir haben jetzt gerade Planet Coaster 2 hier gespielt, ist auf jeden Fall richtig geil. Jetzt hören wir uns auf jeden Fall mal das ganze Fazit hier an, ne, von allen. Ja, also es sieht ganz gut, ist aber auch natürlich nur eine Beta. was war das? Turntables sind wirklich im Spiel drin, funktionieren auch relativ ganz gut und ja, so vom. Und es kostet auf jeden Fall viel smoother geworden jetzt. Auf jeden Fall. Ja, ich finde es gut, es hat ziemlich viele Eigenschaften mit dem alten Planet Coaster 1. Also es ist eigentlich nur wie ein großer DLC irgendwie und manche Sachen funktionieren noch nicht so ganz so gut, aber ich finde es ganz gut und es ist nur eine Beta, aber hat mir gut gefallen. Ja, ich finde es halt auch ganz schön gemacht, es ist die Band auch smoother geworden, aber ich muss auch schauen, dass die Demo halt sehr eingeschränkt war. Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ein paar Sachen müssen noch überarbeitet werden, aber es ist schon geht in die richtige Richtung. Aber ich muss auch Luis leider zustimmen. Es wirkt leider eher wie so ein riesiger DLC und nicht wie ein komplett neues Spiel. Das ist ein bisschen schade, aber trotzdem sehr, sehr, sehr geil. Und jetzt, wenn wir nochmal einen schönen Tag auf der Gamescom verbringen, war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir heute Planet Coaster gespielt haben. So wird das nicht, Freunde. Also, ich sag dir, das ist ganz in die Arbeit. Wir haben uns jetzt hier mal ein bisschen umgeschaut, in der Halle 10.1 war es glaube ich. Jetzt werden wir mal in eine andere Halle gehen, wo wir gerade noch überlegen, ob wir ein bisschen Lasertag spielen, aber es ist glaube ich ein bisschen voll, oder? Ja, ist schon. Wir mussten jetzt hier um eine Halle mal komplett außen rumlaufen. Jetzt sind wir hier in irgendeiner Halle, keine Ahnung wie die heißt. Hier geht es auf jeden Fall ordentlich ab. Da hinten läuft schon irgendwelche Livestreams und so. Mal gucken, was wir jetzt machen. Wir spielen jetzt hier erstmal einen Bussimulator und zwar, den haben wir auch beide zu Hause schon gespielt, The Bus. Und hier gibt es ein richtiges Buslenkrad, das heißt, hier stellen wir uns jetzt mal an. Keine Ahnung, 10 Leute vor uns, aber dauert halt ein bisschen, weil es so ein Lenkrad gibt. Richtig geil, das ist ein richtiges Buslenkrad. Wir sind gerade Bus gefahren bei dem Simulator The Bus. Wir haben über eine Stunde jetzt gewartet, standen irgendwie 10, 15 Personen vor uns, aber dadurch, dass es halt nur einen Sitz gibt, hat das jetzt sehr, sehr lange gedauert. Hat trotzdem Spaß gemacht und jetzt werden wir mal weiter die Hallen erkunden.
Wir waren jetzt hier gerade noch beim Overwatch-Stand in der Kooperation mit Porsche da oder so. Und da gibt es kostenloses Wasser tatsächlich. Das haben wir uns jetzt mal geholt. 10 Minuten gewartet oder so. Und jetzt? Was? Für Wasser. Ja, für Wasser. Aber dafür kostenlos. Ne? Und jetzt gehen wir irgendwo anders hin. Wir haben jetzt hier gerade mal was gegessen. Eine Pommes mit einer Bratwurst für 9,90 Euro. Und jetzt sind wir hier, glaube ich, in Halle 7.1. Hier geht schon wieder ab. Ich weiß gar nicht, warum die hier immer so rumschreien. Ich check's gar nicht. Wir haben zumindest noch nichts gesehen, was das in irgendeiner Weise rechtfertigen würde. Okay, dann jetzt egal. Wir schauen uns jetzt hier gerade mal in der Merch-Halle um, finden jetzt hier aber noch nicht unbedingt irgendwas. Ist irgendwie alles zu teuer oder auch nicht sonderlich schön. Also machen wir irgendwas anderes. Wie gesagt, der Vlog heute besteht einfach nur daraus, weil wir einfach nur größtenteils durchlaufen und gar nicht mal so viel angespielt haben. Wir haben ja bis jetzt nur Planet Coaster und The Bus gespielt. Also wir spielen jetzt noch mal ein bisschen Planet Coaster 2. Gerade wieder Planet Coaster 2 gespielt und ich finde immer noch, dass es eher so wirkt wie ein sehr, sehr großer DLC, weil es ist eigentlich ziemlich viel ähnlich oder sogar gleich wie Planet Coaster 1. Was ich jetzt aber ein bisschen schlechter sogar finde, ist, dass es die ganze Zeit dieses Drehrad gibt, an zum Beispiel meinem Coaster-Builder, wenn man irgendwie einen Rechtsklick macht oder so, dann kommt man nicht zurück auf die Schiene, sondern halt dieses Drehrad. Korrekt. Das nervt ein bisschen, ansonsten natürlich schon sehr, sehr geil, aber an die On-Rides müssen sie auch noch mal ein bisschen ran, weil die Rutschen sehen ziemlich schlecht aus, irgendwie noch, finde ich immer. Ja, also das sieht ziemlich, auch wenn ich die, das sieht aus, als würden sie auf einer Schiene fahren. Es wird ja auch angezeigt, dass es wie eine Schiene fährt, aber es ist ganz komisch. Ja, da sollten sie vielleicht noch ein bisschen mehr Zufall ins Spiel bringen. Und das Klettertool ist irgendwie auch nicht so sonderlich überarbeitet, sondern leider immer noch ziemlich, wie soll man das beschreiben? Was jetzt? Klettertool. Ach so, ey, das ist irgendwie komisch. Weiß ich nicht. Komisch, damit kann man es beschreiben. Komisch, einfach, komisch. Genau. Das macht einfach alles kaputt, was man vorher schon gebaut hat. Und nimmt quasi auch immer das ganze Banking raus. Ist ein bisschen schade. Wir stellen uns bei UNO an. Jetzt stellen wir uns bei UNO an. Okay, wir stellen uns bei UNO an. Also hin da. Also der UNO-Stand ist uns hier viel zu voll. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal irgendwo anders hin. Was man aber vielleicht noch erwähnen sollte zu Planet Coaster, zumindest zu dem Stand, man kriegt echt ziemlich viele Goodies dazu geschenkt, zum Beispiel diese Cappy hier, die Cappy oder auch ganz viele Sticker und noch andere Schlüsselbänder und sowas. Guck mal, schwer an. Wir haben schon ein bisschen was gesammelt, da kriegt man auf jeden Fall richtig viel. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht, der Stand. Also die Gamescom ist ja eigentlich schon sehr, sehr voll, aber die ganzen Leute da hinten stehen jetzt noch an, weil die ein 16 Uhr Ticket haben, das heißt, die kommen jetzt erst rein. Ist auf jeden Fall nicht ganz so toll, jetzt wird es nämlich noch voller, aber egal. Also es ist jetzt kurz nach 16 Uhr und man merkt auf jeden Fall, die Gamescom ist ordentlich voller. Man kann kaum noch hier nochmal laufen und jetzt ist es halt leider auch so, wie man es kennt hier von der Gamescom. Wir haben jetzt doch noch eine Aktivität gefunden hier in der Gamescom und zwar machen wir so ein paar Minispiele. Wir hatten jetzt hier gerade schon die Besade, die dann da hängen bleiben müssen. Und jetzt spielen wir XXL. Jenga! Gechillt und jetzt gucken die anderen hier gerade einen Stream auf Twitch und wollen unbedingt hin.
Skyline TV, kennt man doch. Ja, wichtig. Wir also versuchen jetzt wir jetzt irgendwo zu Skyline TV zu gehen. Wie alle anderen 5-jährigen Kinder wahrscheinlich auch. Also wie ihr seht, es ist mittlerweile dezent voll geworden. Jetzt kommt man hier nicht mehr ganz normal durch und es hat schon irgendwelche Kirmes-Flares auf jeden Fall. So, Luis ist glücklich. Ja, also ich war voll glücklich. Da vorne war nämlich jetzt Skyline TV. Wir haben ihn gesehen. Wir haben jetzt gerade Skyline TV gesehen und jetzt schauen wir uns hier mal die Cosplay Stage an. Irgend so eine Show, wo irgendwelche Leute tanzen und ein bisschen Musik läuft. So, was machen wir jetzt? Natürlich wieder Planko 2 spielen, Planet Coaster 2, das dritte Mal heute. Aber das ist ja auch, wie gesagt, der Hauptgrund, warum wir eigentlich auf der Gamescom sind, ne? Ja. Planet Coaster 2 spielen wir jetzt heute doch nicht mehr. Wir haben es ja auch schon eine halbe Stunde gespielt insgesamt. Stattdessen sind wir jetzt hier bei Forza Horizon 5 und zwar da mit dem Lenkrad. Ja, können wir jetzt hier mal ein bisschen spielen. Hallo Kevin, wie Hallo. Gefällt dir die Gamescom bis jetzt? Ist sehr, sehr voll, aber sonst sehr geil und vor allem dieser Stand ist natürlich sehr schön, ne? Was ist dein Highlight hier auf der Gamescom? Okay, welches Spiel hat dir bis jetzt am besten auf der Gamescom gefallen? Okay, wo fandest du, konnte man die besten Achterbahnen bauen? Okay. Wo kommt man am besten irgendwas Wir verlassen jetzt gerade schon die Gamescom, wir haben ja gerade noch mal Forza Horizon gespielt mit dem Lenkrad und jetzt, ja, wie gesagt, gehen wir schon raus. Wir haben es jetzt 18.19 Uhr, versuchen den Zug um 18.53 Uhr zu kriegen, hoffentlich diesmal nicht mit 40 Minuten Verspätung. Aber sonst wäre es ein bisschen zu lang, wir haben nämlich Sonntag und morgen müssen wir alle früh raus. Deswegen, wie gesagt, werden wir jetzt hier die Hallen so langsam verlassen. Wie habt ihr den Tag gefunden? Ja, ich mache mal was anderes, weil das erste Mal jetzt auf der Gamescom in Köln und hat mir relativ gut gefallen. Und dir? Mir hat es auch super gefallen, viele Gratis-Sachen bekommen, ich bin glücklich. Das stimmt, da muss ich echt sagen, man hat hier echt alles hinterhergeschoben bekommen. Wir haben eine Bionade gekriegt, wir haben hier diverse Sachen bei Frontier gekriegt, wie man sieht. Wir haben auch noch irgendwelche anderen Sachen gekriegt, ganz viele Gummibären und so. Ne? Ja, unfassbar viele. Hier, die Tüten sind auch alles hier von der Gamescom. Also man hat gefühlt den Eintrittspreis schon wieder drin, alleine mit den Sachen, die man kriegt. Aber jetzt, wie gesagt, werden wir hier die Gamescom verlassen. Und deswegen sehen wir uns dann Samstag um 15 Uhr aus dem Plopsaland wieder. Ihr da drüben macht das auch nicht schlecht. Ihr da drüben macht das auch nicht schlecht. Ihr wisst, was ihr sagen müsst. Auf 3, 1, 2, 3.